Und damit herzlich willkommen, meine lieben Exzellenten, zu einem neuen kleinen Guide für die Herausforderungen von Age of Sorcery. Und ja, ich habe mal wieder eine legendäre Herausforderung für euch im Handgepäck dabei. Nämlich Dungeon Horde der Skorpionkönigin abschließen. Ja, wo findet ihr das Ganze? Im Endeffekt ein bisschen, ja, versteckt, denn so ein wirkliches Dungeon an sich ist es nicht, wenn man es mal mit den großen Dungeons, wie beispielsweise, ja, die Klaids Festung oder so vergleicht. Es ist relativ klein und zwar findet ihr das Ganze in der Nähe der namenlosen Stadt hier beim Kieferknochen. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich schon kennen, weil ich habe dazu mal einen Guide gemacht, wo es darum ging, Silber abzubauen. Hier beim Kieferknochen ist auch die Silbermine und die Silbermine ist gleichzeitig auch das Dungeon, das sogenannte Dungeon, wo wir diese Quest abschließen müssen. So, ne, wir gucken nochmal ganz kurz, ich kann euch ja den Planquadrat auch nochmal nennen. Da sind wir bei B6, ne, zwischen der namenlosen Stadt und Sipamiru, hier beim Kieferknochen. Hier ist der Eingang, hier wie gesagt habt ihr überall Silber. So, und dann gehen wir einfach mal rein ins Dungeon. So, da sind wir schon im Inneren der Mine. Ne? Ist ein bisschen düster. Wir werden uns mal ein bisschen schneller durchbewegen, damit wir ein bisschen zügiger vorankommen. In welche Richtung ihr geht, ist relativ egal. Ihr werdet in den beiden Fällen an einen Punkt kommen, wo eine Abzweigung kommt, wo dann der Endboss dann auf euch wartet. Überall findet ihr hier auch nochmal Silber. Ne? Eisen, Silber und Kohle. Also solltet ihr mal auf der Jagd nach Ressourcen sein. Hier werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr belohnt, wenn ihr in diese Mine gehen solltet. So, wir sprinten hier nun mal schnell durch. Hier ist einer der großen Haupträume, ne? Hier seht ihr schon Eisen und Kohle. Könnt ihr hier jede Menge abbauen. Steine, wenn ihr denn nebenbei noch welche mitnehmen wollt. Und ja, dadurch, dass wir im Hort der Skorpionkönigin sind, haben wir hier natürlich jede Menge Skorpione, ne? Die machen wir mal ganz schnell hier zur Kleinholz. Nur damit wir ein bisschen Ruhe haben. So, Admin-Modus wieder unterwegs und den Schaden ein bisschen angepasst, damit wir hier ein bisschen schneller sind. So, und dann kommt ihr genau zu diesem Punkt. Ne? Ist eigentlich nicht zu übersehen. Ist halt hell beleuchtet mit diesen Kristallen. Und ja, da geht er einfach rein. Wir sprinten hier mal durch und ihr seht schon, hier verändert sich das Ganze ein bisschen. Ne? Hier kommen wir von einer Mine in eine alte verlassene Ruine, wenn wir jetzt hier weiter dem Weg folgen. So, und dann geht's hier runter. Langer Weg. Nach wie vor immer mal wieder Skorpione, auf die ihr treffen werdet. Und dann haben wir hier diesen Riesenbereich. Was hier nochmal interessant ist, hier werdet ihr mehrere große Skorpione treffen. Ne? Der erste wartet jetzt hier unten. Das ist aber noch nicht der, den wir suchen. Aber das ist auch nochmal ein Skorpionenboss, wo ihr nochmal Loot abgreifen könnt. So, den zerlegen wir mal ganz schnell hier. Das, wie gesagt, dürfte aber noch nicht die besagte Skorpionkönigin sein. Die kommt jetzt noch mal eins weiter. So, aber den zerlegen wir mal. So, da haben wir einen Dietrich. Gucken wir gleich mal, wo die Truhe ist. Die Truhe müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Mal gucken, ob wir sie auf Anhieb direkt finden, wenn wir jetzt hier so ein bisschen durchlaufen. Ansonsten lassen wir die erstmal außen vor. Ah, lassen wir sie erstmal außen vor. Ne? Müsst ihr so ein bisschen suchen, wahrscheinlich irgendwo hier bei den Steinen. Aber da geht es uns jetzt erstmal vorrangig nicht direkt drum. So, und wenn ihr hier seht, hier kommt er dann zu so einer Art unheiligem Portal. Und da hinten wartet sie schon auf uns, ne? Die große, dicke Skorpionkönigin. Also weiter in die Richtung laufen und da ist sie schon. So, dann heißt es nur noch runterzergen. Typischer Skorpion, ne? Kampfmechanik, das was jeder Skorpion macht. Giftschaden verursachen. Schwanzfeger, der euch zurückschlägt. Und wie ihr hier ganz gut seht, auch wieder Blut und Gift sind eure Freunde. Daher nach Möglichkeit eine Waffe mitnehmen, die Blut und Gift applyen kann. Gucken nochmal kurz rein, was wir hier kriegen. Kriegen wir sogar nochmal einen gar nicht mal so schlechten Schild, ne? Mit Wärmeresistenz. Können wir mal gucken, ob wir die nochmal abbauen können. Gibt sogar nochmal Machtfragment. Bisschen was an Gift. Und ja, wollen wir nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste finden.
Hier ist nochmal eine Truhe, ne? Ist auch nochmal ein Epic drin oder ein Legendary, besser gesagt. Mit Verkrüppeln in unserem Fall. Da könnt ihr dann also den Schlüssel gebrauchen, beispielsweise von dem Skorpion, den wir davor schon getötet haben. Und was wir hier auch nochmal kriegen, ne? Skorpion-Königin Gift. Nochmal ein Rezept, das ihr hier einsammeln könnt. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Herausforderung: Dungeon, Hort der Skorpion-Königin abschießen, 1 von 1. Belohnung anfordern. Und damit sind wir durch. Ne? Wir gucken nochmal, wo das Ganze war. Hier zwischen Sipameru und der namenlosen Stadt. Bei der Kieferknochen. Da ist eine Mine, da müsst ihr reinlaufen. Und dann einfach den Wegen folgen, bis ihr zu einem Punkt kommt, wo rote Kristalle leuchten. Dann weiter dem Weg folgen. Und dann kommt er automatisch hier zu diesem, ja, zu diesem Art Tempelkomplex. Und da dann den Boss umhauen. Wenn euch dieser Guide weitergeholfen hat, gerne fleißig kommentieren, gerne Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo da lassen. Hier wird nochmal ein großes Special auch zur Isle of Zipta kommen, wo wir auch nochmal sämtliche Herausforderungen dort uns nochmal angucken werden. Daher stay tuned hier auf dem Channel, wie es so schön heißt. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, viel Erfolg weiterhin bei den Herausforderungen und wir sehen uns im nächsten Guide, wenn ihr mögt. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.